The Mandalorian Staffel 4 kommt nicht. Dafür aber ein Film. Schon länger gibt es die Gerüchte, dass man intern wohl überlege, ob The Mandalorian Staffel 4 wohl besser als ein Film anstatt einer Serie fortgeführt werden sollte. Mit den ersten Vorbereitungen für den Drehstart später dieses Jahr sah es jetzt eigentlich wieder so aus, als bleibe es doch erst einmal bei der Serie. Doch wie aus dem Nichts kündigte Lucasfilm gestern an, dass Din Djarin und Grogu nun doch auf der großen Leinwand ihren Platz finden werden und damit tatsächlich sogar noch vor dem Film über Reys neuen Jedi-Orden, der ursprünglich der erste Film von Star Wars wieder sein sollte, welcher 25 wohl seinen Drehstart haben soll, erscheinen soll. Und das lässt jetzt natürlich aber eine ganze Menge an Fragen offen und einige stellen sich vor allem die Frage, ist das Serienexperiment auf Disney Plus der großen Franchises jetzt eindeutig und offiziell gescheitert? Schließlich ist The Mandalorian eine der populärsten Disney Plus Serien und Disney Plus hat trotz dieser Serien mit Filmbudget wie eben Mandalorian, Ahsoka, Andor, Obi-Wan Kenobi, alles von Marvel, kaum genug Umsatz gemacht, um seine eigene Existenz auch wirklich nur ansatzweise zu rechtfertigen. Bisschen so wie Nerd Factory. Und die neuen Verträge durch die Autorin und Darsteller, mehr am Streaming-Umsatz beteiligt zu werden, treiben die Zahlen noch weiter in eine Richtung, die dem Konzern selbst vermutlich nicht allzu gut gefallen dürfte. Es gibt also genug Gründe dafür, dass Lucasfilm hier eine Änderung einschlägt. Auch Marvel Studios scheint schon einiges anders zu planen, als wir das ursprünglich angekündigt bekamen. So ließ tatsächlich einer der Köpfe des Studios vor kurzem in einem Interview, ich glaube es war zu Echo oder What If, verlauten, dass sie als Filmunternehmen bisher ja ihre Serien wie lange, aber episodisch aufgeteilte Filme behandelt hatten, das sehen wir ja auch an WandaVision, Loki und Co., und dies aber in Zukunft auf eher eben zukunftsorientierte Geschichten ohne ein konkretes Ende im Blick ausrichten wollen. Das heißt, ihr habt nicht 6 Folgen und nach der 6. ist die Story vorbei, sondern eher so eine klassische Seriengeschichte. Siehe What If, Daredevil Reborn, Born Again, Daredevil Born Again und Co., welche bereits mehr Folgen und auch eine andere Erzählstruktur zu bekommen scheinen, die sich viel mehr um die Abenteuer von Folge zu Folge der Figuren als ein konkretes Ziel der Storyline am Ende dreht. Ganz kurze Anmerkung hier an der Stelle, heute ging nämlich auch der neue Podcast mit Ben vom Kanal Star Wars Buddy auf Spotify live und in diesem haben wir 2023 nochmal Revue passieren lassen und uns auf ein Star Wars Jahr 2024 eingestellt und ein bisschen darüber geredet, was uns dieses Jahr bei Star Wars alles so erwartet und was wir von den Sachen gehalten haben, die letztes Jahr so erschienen sind. Der Nerd Factory Podcast kommt jetzt auch immer 2-mal im Monat. Patrons und Kanalmitglieder bekommen den für gewöhnlich eine Woche vorher. Dieser hier wurde jetzt ein bisschen nachgereicht, ist tatsächlich schon vor Weihnachten aufgenommen worden, aber wegen der Feiertage und den ganzen Kram hat sich das verschoben. Und der nächste aber über Marvel's Echo, der ist tatsächlich morgen auch schon für Kanalmitglieder und Patrons verfügbar und dann in einer Woche am 15. für alle anderen Zuhörer auch auf Spotify und Co. zu hören. Also am besten folgt jetzt auf Spotify oder werdet sogar Kanalmitglied oder Patron jetzt sofort, um eben diesen Perk direkt zu benutzen und morgen vorab den Podcast zu bekommen. Gleichzeitig werden Serien wie Armor Wars auch zu Filmen umgebaut, weil das Budget das mehr rechtfertigt. Und ich persönlich vermute, da wir auch von Ironheart jetzt lange nicht mehr viel gehört haben, dass dieser ebenfalls zu einem Film gemacht wird und wir eben keine Serie bekommen. Denn, sind wir mal ehrlich, die Marvel-Serien hatten bisher immer so 4 Stunden Laufzeit und diese runterzukürzen auf 3 ist nicht das Problem. Star Wars macht jetzt also den ersten Schritt und bestätigt mit Mandalorian, The Mandalorian and Grogu heißt der Film, als erstes eine konkrete Produktion, die von Serie zu Film wechselt. Ob wir dann eine Reihe von Mando- und Grogu-Filmen bekommen oder eben einfach nur die Geschichte einer Staffel einfach hier zusammengefasst in einem Film ist, wie ich das gerade mit Ironheart beschrieben habe, als Möglichkeit, das ist bisher auch noch nicht klar. Tatsächlich haben wir nicht viel mehr als ein Concept Art und wir wissen, dass Jon Favreau den Film machen wird, also sich an der Führungsriege auch nicht viel ändert. Mehr haben wir noch nicht erhalten. Und auch Aussagen zu Andor, Skeleton Crew und Acolyte sind aktuell sehr rar, was den Release angeht. Doch eines kommt tatsächlich noch als Info hier dazu, am Ende des Artikels. Denn eine zweite Staffel von Ahsoka als Serie wird es tatsächlich geben. Lucasfilm wechselt also nicht vollständig das Pferd und setzt weiterhin, oder eigentlich besser gesagt endlich wieder, auch auf Film und Serie und nicht nur Serie, wie es eigentlich seit 2019 ja bestehend war. Und das sind jetzt schon fast
naja, etwas über 4 Jahre. Erste Gerüchte sprechen hier auch davon, dass der Film The Mandalorian and Grogu nicht als Ersatz der 4. Staffel erscheint, sondern als Eventfilm zusätzlich zur 4. Staffel. Diese Aussagen sind aber bisher nicht bestätigt und keine offiziellen Aussagen. Ich gehe aber mal stark davon aus, in den nächsten Monaten werden wir hier und da noch ein paar mehr Informationen von Jon Favreau und seinem Team dazu bekommen. Eine Möglichkeit sei jedoch, dass die Serie sich mehr auf die Ereignisse rund um Bo-Katan und das Volk der Mandalorianer drehen wird und der Film, beziehungsweise vielleicht sogar mehrere Filme, sich dann um den Djarins Abenteuer als Teil der Rangers, was er ja am Ende der 3. Staffel jetzt wurde, drehen könnten. Aber wie gesagt, das ist nicht bestätigt und auch bisher nur Hörensagen. Fakt ist, ein Film kommt auf jeden Fall und das schon sehr bald. Die Produktion startet nämlich bereits dieses Jahr und ich persönlich habe kein Problem damit, auch mal wieder etwas mehr Star Wars im Kino zu sehen oder die Geschichte von Figuren nicht in 8 Episoden, sondern 2-3 Stunden nur in einem Rutsch erzählt zu bekommen. Und auch wenn ich generell Fan von Monster of the Week Shows bin und diese Mando muss von Planet zu Planet tingeln, um dann einen Quest nach der anderen abzuschließen, um irgendwann an das Ziel zu kommen, sehr mochte. Aber mit der Menge an angekündigten Serien von sowohl Marvel als auch Star Wars und allem drum und dran, ne? Also es kommen ja noch ganz viele andere Sachen raus. Freue ich mich tatsächlich gerade als Content Creator ein bisschen darüber, wenn manche diese Geschichten dann eher ein Event sind, auf das man hinfiebern kann, ein Tag, an dem etwas passiert, statt ein Zeitraum von irgendwie 2 bis 3 Monaten, in dem sich wirklich alles nur darum dreht und ich tatsächlich gar nicht oft hinterherkomme, die Videos zu machen. Also ich vermisse ein bisschen die Zeit, wo mal nicht jede Woche etwas Neues von Marvel oder Star Wars herauskam. Aber was denkt ihr denn? Ist es gut, dass Mando jetzt ins Kino wandert und Disney Plus hinter sich lässt oder hättet ihr den Silberhelm lieber weiter Woche zu Woche gerne verfolgt? Schreibt es doch mal in die Kommentare und ansonsten klickt jetzt hier, um zum Podcast zu kommen oder eben um ein anderes Video zu schauen und bis dahin sehen wir uns dann. Rini hauen.